Herzlich willkommen zu einer Veranstaltung in der Reihe Böll Economics der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen. Mein Name ist Wolfgang Strengmann-Kuhn. Ich bin Bundestagsabgeordneter und habilitierter Volkswirt und organisiere mit einer kleinen Gruppe diese Reihe Böll Economics, die es jetzt seit 2015 gibt. Wir haben so 3 bis 4 Veranstaltungen im Jahr zu unterschiedlichen wirtschafts-, finanzpolitischen, aber auch verteilungspolitischen Themen. Wir haben uns mit der Finanzkrise auseinandergesetzt, mit Verteilungsfragen, auch schon mal Alternativen zum Kapitalismus diskutiert. Die europäische Ebene hat oft eine Rolle gespielt. Und wir haben heute das Thema Geldpolitik, was uns ja seit Monaten jetzt beschäftigt angesichts der steigenden Preise in Deutschland. Und es gibt immer die einfache Antwort, die EZB muss doch einfach die Zinsen erhöhen, dann würde doch die Inflation zurückgehen. Da wollen wir heute mal in die Tiefe gehen. Das Konzept der Reihe Böll Economics ist immer so, dass wir uns eine kompetente Person einladen und mit der Person vertieft diskutieren. In der Vor-Corona-Zeit war das nicht online mit Publikum, meistens so eine kleine Gruppe von 20 bis 30 Leuten. Jetzt online machen wir das ungefähr eine Stunde Diskussion, kann aber auch mal ein paar Minuten länger dauern. Im Anschluss gibt es die Diskussion dann aber auch auf YouTube zu sehen. Während der Veranstaltung können Sie über die Kommentarfunktion bei YouTube auch Fragen einspeisen, die ich dann hier weitergebe an unseren Gast. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sitzen haben, Florian Kern. Florian Kern hat an der Hochschule der Deutschen Bundesbank studiert, hat dann einen Master in Financial Economics an der Universität in Maastricht gemacht, war an verschiedenen Stellen tätig, in den USA, in der Grünen Bundestagsfraktion, bei der Deutschen Bundesbank, also bei vielen wichtigen Institutionen, ist also auch Grüner, was die Arbeit in der Bundestagsfraktion angeht, und ist aber heute als Vertreter des Dezernats Zukunft hier eine ganz spannende NGO, kann man sagen, die sich nennt Dezernat Zukunft, Institut für Makrofinanzen. Und ich würde gleich Florian das Wort geben für einen Input von circa 10 bis 15 Minuten. Und am Anfang kann er auch noch mal was zu diesem Dezernat Zukunft sagen oder, falls ich was Wichtiges vergessen habe, auch noch mal zur Person. Ja. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang, für die Einladung. Vielen Dank den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das Dezernat Zukunft, nett, dass du gefragt hast, ist ein eingetragener Verein. Wir waren quasi, haben 2018 uns gegründet mit dem Gedanken, ja, also der ökonomische Diskurs in Deutschland, da könnte vielleicht ein bisschen jüngere, progressive Stimme gut vertragen, die versucht, Dinge so einfach wie möglich zu erklären, aber nicht einfacher. Und quasi hat man sich erstmal ehrenamtlich als Verein, wie gesagt, organisiert, und dann hatte man Glück, dass quasi Stiftungen auf die Arbeit des Dezernats aufmerksam wurden und haben dann quasi angefangen, das Dezernat finanziell zu unterstützen, und so konnten wir dann auch Büroräume mieten, Leute anstellen, haben jetzt aktuell 12 Leute. Glaube ich, ist ein sehr spannendes Arbeitsumfeld. Aber heute bin ich ja hier, um quasi über steigende Preise und politische Antworten zu sprechen, und habe ein paar Slides mitgebracht und würde die gerne vorstellen. So, die Agenda ist quasi einmal, warum steigen Preise generell? Dann, welche Möglichkeiten hat die Geldpolitik überhaupt, um darauf zu reagieren? Und welche Möglichkeiten haben vielleicht noch andere Player, die auch relevant sind, also die Fiskal- oder die Wirtschaftspolitik? So, und quasi, um mal zu verstehen, was sind eigentlich so die Treiber für Preise, da spreche ich immer gerne so von Angebot und Nachfrage. Ne? Das ist quasi immer, das hat man schon mal gehört, wenn quasi das Angebot höher ist als die Nachfrage, dann fallen die Preise.
Und wenn eben die Nachfrage größer als das Angebot, dann steigen die Preise. Ne? Also ich spreche gerne so vom Erdbeermarkt, den kennt vielleicht jeder. Ne? So im Mai, wenn es die ersten Erdbeeren gibt, dann sind die Erdbeerpreise immer besonders hoch. Ja, so, weil gab sehr lange keine frischen Erdbeeren mehr. Jeder hat Lust auf Erdbeeren. So, das heißt, die Nachfrage ist sehr groß, das Angebot ist sehr klein, Erdbeerpreise sind sehr hoch. Ja, also das ist dann auch nicht, weil die Erdbeerbauern uns im Mai ausnehmen wollen, sondern es ist eben auch eine Konsequenz aus Angebot und Nachfrage zu diesem Zeitpunkt. Und dann später, im Juni, Juli, ist die Ernte die größte, haben viele schon Erdbeeren gegessen, sind nicht ganz mehr so heiß auf die Erdbeeren, dann ist man halt in einer Situation, da fallen die Preise und dann kann auch mal die Unimensa oder eine Kantine Erdbeeren besorgen. So, also Preise, Angebot und Nachfrage bestimmen eben letztlich die Preise. So, und ja, die Geldpolitik, die hat aber eben nur eine Möglichkeit, auf die Nachfrage einzugehen. Also ich habe hier so ein Schaubild mitgebracht, das hat auch die Europäische Zentralbank online. So, sieht sehr kompliziert aus. Wir konzentrieren uns mal auf die Dinge, die hier Geld markiert sind. So, also wenn quasi die Zentralbank Zinsen erhöht, dann wird es quasi weitergegeben. Ne? Dann werden auch Kredite teurer für Unternehmen und für Haushalte. Dann, ne, wer jetzt quasi mal eine Immobilienfinanzierung angefragt hat, der weiß, die ist heute 3-4 Prozentpunkte teurer als noch vor einem Jahr. So, und dadurch quasi wird quasi Druck auf die Nachfrage ausgeübt. Also wenn dann die Nachfrage eben geringer ist, also es können jetzt weniger Leute bauen bei diesen Zinsen, so dann wird vielleicht der ein oder andere Handwerker, dann kann er eben nicht mehr die Preise durchsetzen wie noch vor einem Jahr. Ne? So, und dadurch wirkt eben eine Zinserhöhung Nachfrage senkend. Und umgekehrt kann natürlich eine Zinssenkung dann auch entsprechend Nachfrage erhöht werden. So, aber jetzt die Preissteigerung, die wir jetzt gerade erleben, das ist jetzt nicht gerade ein Nachfrageschock. Ne? Also wenn jetzt quasi die Ampel entschieden hätte, wir verdoppeln den Steuerfreibetrag, ne, für alle, dann hätte jeder nochmal mehr Geld in der Tasche und könnte losgehen und konsumieren. Da hätten wir mehr Nachfrage und dadurch tatsächlich Inflation. Aber das ist ja nicht passiert. Ne? Wir haben nicht quasi mehr Geld verteilt und dann hatten wir plötzlich Inflation, sondern wir haben drei Hauptfaktoren und der größte ist eben der russische Krieg gegen die Ukraine und quasi das Gas, was uns abgestellt wird. Ne? So, dadurch hat man quasi deutlich weniger Angebot. Die Nachfrage ist aber noch hoch. Und dann reagiert der Preis eben so lange, bis irgendwo Nachfrage wegbricht. Ja, so, wir können quasi noch ein bisschen LNG, also so Flüssiggas importieren, können wir noch ein bisschen mehr Angebot schaffen. Aber die Kapazitäten, um da jetzt Angebot zu schaffen, die sind eben begrenzt. Und dann steigt der Preis so lange, wenn man sonst nichts dagegen tut, bis irgendwer sagt, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ja, so, und das ist quasi das, was wir gerade erleben. So, das ist der Hauptfaktor. Aber dann hatten wir auch schon davor, wir hatten ja schon höhere Preissteigerungen auch Anfang des Jahres, schon vor dem russischen Krieg. Und da war es ein Pandemie-Angebotsschock. Ja, so, da hatten wir ja in der Pandemie, haben ganz viele Fabriken, standen still, ne, so auch aus guten Gründen, weil wir quasi gesagt haben, wir gehen in den Lockdown. Und das ist ja weltweit passiert, gerade in China, von denen wir viel importieren, standen auch die Häfen still. So, und da hatten wir eben auch schon weniger Angebot. Ne? So, also doppelter Angebotsschock sozusagen. Und dann letztlich haben wir jetzt auch noch in diesem Sommer haben wir auch so einen Nachfrageschock bei einer Dienstleistung. Also ne, viele Menschen, die sich das leisten konnten, die sind eben dieses Jahr in Urlaub, wollten sie unbedingt in Urlaub fahren, weil sie es die letzten 2 Jahre vielleicht nicht getan haben. Das heißt, wir hatten quasi jetzt nochmal so einen Nachholeffekt bei diesen Dienstleistungen, der dann auch bei, ne, so man kann nicht plötzlich neue Hotels bauen, bei einem begrenzten Angebot dazu geführt hat, dass da auch die Preise angestiegen sind für Pauschalreisen, aber ja auch für Hotels. So, also das sind so die drei Hauptfaktoren, die momentan zu höheren Preisen führen.
So, und wenn man sich das mal anschaut, man gibt es beim Statistischen Bundesamt, kann man sich anschauen, ja, wo steigen denn die Preise, wo steigen die genau, dann sieht man, das ist alles, sind das alles Dinge, die quasi mit Energie zusammenhängen. Ja, so, also Erdgas, Heizöl, Sonnenblumenöl, Brennholz. So, und dann sehen wir aber auch, es gibt auch noch ein paar Güter, da haben wir tatsächlich dieses Jahr niedrigere Preise als letztes Jahr. So, also Telekommunikationsdienstleistungen zum Beispiel. So, das, daran sieht man, wir haben es jetzt nicht mit einer Geldentwertung zu tun, also mit einer Inflation im eigentlichen Sinne, dass unser Geld jetzt generell weniger wert wird, sondern bestimmte Dinge werden sehr viel teurer. Und das ist eben relevant, diese Unterscheidung für die Politikantworten. Wenn wir jetzt quasi, wenn unser Geld weniger wert würde und alles würde teurer werden, dann wären eben klassische Antworten wie starke Zinserhöhungen wären dann sicherlich das angemessene Instrument. So, aber in diesem Preisschock, da sollten die Politikantworten vielleicht anders ausfallen. So, und da hat quasi der Internationale Währungsfonds, der hat sich auch schon geäußert, der hat gesagt, naja, vielleicht können auch noch andere Politikakteure was tun, nicht nur die Zentralbank. Und die sagen, ja, die Fiskalpolitik, die sollte Menschen helfen, die jetzt von diesem Preisschock besonders betroffen sind. Also das ist ja auch so, dass Energie bedeutet, ja, zahlt man mehr dafür, wenn man wenig Einkommen hat. Ne? Wenn man reiche Leute geben zwar, haben zwar insgesamt eine höhere Gasrechnung, aber der Anteil der Gasrechnung an ihren Einkommen ist quasi geringer. Und da deswegen macht es Sinn, die zu unterstützen, die besonders vulnerabel sind, die sich das nicht leisten können. Aber wenn jetzt quasi die Fiskalpolitik starten würde und sagen würde, ja, wir versuchen für alle diesen Preisschock zu kompensieren, ne, das würde halt nicht funktionieren, ne, weil es ist eben ein Angebotsschock. Wenn wir da jetzt quasi für alle versuchen, den Preisschock zu kompensieren, indem wir den Leuten quasi mehr Geld überweisen und dann mehr Nachfrage entsteht, dann hätte das wiederum einen inflationären Effekt. So, und dann müssten auch natürlich die Notenbanken wiederum reagieren. Und das ist eine Situation, die sollte man vermeiden. So, dann ist die Frage, na, wie kann man denn generell auf so einen Angebotsschock noch reagieren? So, da war so, man nannte es den Washington Consensus der 80er, da hat man gesagt, ja, man macht Schocktherapie. Das heißt, jetzt zum Beispiel beim Gas würde man sagen, wir lassen einfach die Märkte entscheiden. Wie gesagt, dann wir haben begrenztes Angebot, dann steigen die Preise halt sehr stark hoch und dann gibt es halt irgendeinen, der sich nicht mal leisten kann. Ja, so, das passiert dann halt, irgendwer wird dann kann dann seine Gasrechnung nicht mehr zahlen und dann, dann muss er halt, dann wird die Heizung halt abgedreht. So, und das ist aber eine Maßnahme, die wollen wir ja aus sozialpolitischen Erwägungen nicht. Ne? Also wir wollen quasi nicht, dass Menschen erfrieren. So, wir wollen nicht, dass Menschen, ne, so, also wir wollen quasi, wir sagen, das ist ein Grundbedarf hier an Wärme, den sollte man erfüllen. So, und dann braucht man eben eine andere Antwort. Dann kann man nicht sagen, der Markt soll jetzt hier kurzfristig alles lösen. Und da gab es jetzt den Gedanken, Isabella Weber, so eine Ökonomin aus den USA, die hat zum ersten Mal vorgeschlagen, die hat gesagt, naja, wir brauchen quasi was die Gaspreise tatsächlich deckelt. So, und aber das kann man ja nur machen, wenn man eben auch die Nachfrage irgendwie zurückbringt. So, und normalerweise, wenn so Ökonomen hören, oh, Preisdecke, dann werden die ganz allergisch, ne? Weil wenn man die Preise deckelt, dann hat man in der Regel leere Supermärkte. Ne? So, das ist quasi das Bild, was die Leute kennen, sagen, ah, in der DDR, da haben die Preise gedeckelt, da gab es nichts zu kaufen. So, und deswegen ist es auch hier so, so ein Preisdeckel, der Gaspreisdeckel, den sie vorgeschlagen hat, ist quasi ein nachfragereduzierender Preisdeckel, indem sie gesagt hat, ja, wir machen nur einen Grundbedarf, den soll quasi jeder bekommen zu einem Preis, der irgendwie verträglich ist und quasi was darüber ist, da soll dann quasi, der Marktpreis greifen, der dann sehr hoch ist, sodass jeder noch quasi einen starken Anreiz hat, Gas einzusparen, aber dass eben ein Grundbedarf zu einem normalen Preis wie Anfang des Jahres ungefähr abgerechnet wird von 12, 13 Cent pro Kilowattstunde. So, und wenn man das umsetzt, dann hat man quasi die Preise in dem Grundbedarf gedeckelt, aber hat trotzdem einen starken Anreiz eben zum Sparen.
So, und da würde ich eben sagen, gerade für solche für so einen Grundbedarf, da macht es eben Sinn zu sagen, da können wir nicht einfach in so einem Schock, in einer Schocksituation, wie wir jetzt sind, komplett alles den Markt regeln lassen, ja, so, sondern wir müssen quasi schauen, wir müssen das Angebotsproblem lösen, ja, wir müssen jetzt schauen, wie kriegen wir neue LNG-Terminals, wie können wir die erneuerbaren Energien so schnell wie möglich quasi, wie können wir die aufbauen, sodass wir diesen Flaschenhals wegbekommen, diese Angebotsblockade. Aber wir dürfen, und wenn wir das dann haben, dann wird es auch wieder Zeit, die Marktpreise da walten zu lassen. Aber bis dahin brauchen wir eben einen Markteingriff. So, was wäre mein Fazit? Der Preisschock, den wir gerade erleben, der ist eben ein Resultat hauptsächlich von Angebotsschocks. Die Fiskalpolitik, die sollte quasi mit ihren Impulsen auf besonders gefährdete, besonders vulnerable Gruppen abzielen und nicht zu versuchen, quasi für alle die Effekte des Preisschocks quasi zu lösen, weil das kann sie nicht. Und wenn man quasi sowas wie eine Preisbremse irgendwo macht, wie jetzt in dem Gasmarkt, dann muss man eben darauf achten, dass sie so ausgestaltet ist, dass sie auch die Nachfrage reduziert. Und das ist quasi der Vorschlag, der jetzt von Isabella Weber vorgestellt wurde und auch von der Expertenkommission des Bundeswirtschaftsministeriums in abgewandelter Form dann nochmal empfohlen wurde. Der hat quasi auch diesen Gedanken, der enthält diesen Gedanken. Von daher ist es ein schönes Beispiel. Ja, das wäre mein Input. Ja, vielen Dank, Florian, für den Input. Die EZB hat jetzt heute die Zinsen nochmal erhöht um 0,75 Punkte auf 2%. Ist das denn jetzt was Sinnvolles oder nicht? Ja, ob die Geldpolitik, die kann quasi auf die Nachfrage, die wirkt eben auf die Nachfrage, wie schon gesagt. Und sie kann quasi entweder, spricht man von einer akkommodierenden Geldpolitik, das heißt übersetzt auf Deutsch sowas wie da stimuliert die Geldpolitik eben die Nachfrage, und das ist immer dann der Fall, wenn die Zinsen niedriger sind als die Inflationserwartung. Ne? So, und jetzt haben wir die Zinsen gerade erhöht hat die EZB die Zinsen erhöht auf 1,5%. Und das Inflationsziel ist ja 2%. So, da würde man ungefähr sagen, ja, die ist jetzt nah dran, neutral zu sein. So, und und in der Situation wie so einem Preisschock, wie den wir jetzt hatten, da ist es schon okay, wenn die Zentralbank jetzt nicht mehr so akkommodierend ist wie davor. Die letzten Jahre hatten wir immer ein Problem, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie die Nachfrage stimulieren, weil insbesondere in Südeuropa haben wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Ne? Da wäre es gut, wenn da mehr Nachfrage wäre. Da war auch eine sehr niedrige Zinspolitik damals angemessen. So, und ja, und heute, glaube ich, würden wenige sagen, dass es jetzt quasi ein Fehler ist, ein Stück diesen Impuls eben zurückzunehmen. So, aber mein Punkt, den ich machen wollte, ist, was die Geldpolitik da machen kann auf diesen Preisschock, das ist auch ein Stück weit begrenzt, und sie braucht da auch die Hilfe von anderen Akteuren. Also die Zinserhöhung ist nicht falsch, ist aber jetzt nicht die Lösung für die Inflation, sondern da braucht es andere Maßnahmen. Genau, also den Preisschock, den wir da jetzt erleben, den kann man nicht durch eine Zinserhöhung in den Griff bekommen. Vielleicht nochmal zu den Ursachen der Inflation. Du hast also ein paar Punkte genannt. Wir haben ja schon vor Kriegsbeginn, vor dem 24. Februar, schon Inflationsbewegungen gehabt. Das fing ja irgendwie so von einem Jahr ungefähr an, Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Und auch da waren es ja schon die Energiepreise, die stark hochgegangen sind. Also Lieferketten hat auch nochmal eine Rolle gespielt, Corona, aber schon da gab es Leute, die von Putinflation oder Fossilflation geredet haben. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wieso da die Preise schon vor dem Krieg gestiegen sind, was da die Ursachen waren.
Ja, gut, also die Energiepreise sind schon mal gestiegen, weil wir schon seit Sommer letzten Jahres weniger Gas bekommen aus Russland. Also es wurde nicht komplett abgedreht, aber es kam weniger Gas aus Russland an. Ne? So, da hat man erst gesagt, ja, die wollen, dass wir jetzt Nord Stream 2 anschließen, dann kommt vielleicht mehr. Aber es war auch schon ein Angebotsproblem der Energie. So, und dann quasi Richtung Dezember sind dann auch... als man gesehen hat, es gibt Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze, dann reagieren Märkte auch sehr schnell. Ne? Dann steigt der Ölpreis auch schon mal an aus Angst. Der Konflikt könnte sich verschärfen, es könnte Sanktionen geben. So, also das heißt auch schon in Erwartung von einem Konflikt reagieren Märkte eben schon. So, das heißt, die Energiepreise sind auch schon in Erwartung des Konflikts gestiegen. Und wie gesagt, wir hatten ja noch dann die Pandemie, wir hatten Fabrikschließungen. Und da war es ja auch so, dass dass quasi die Nachfrage während der Pandemie sich extrem verändert hat. Ne? So, man konnte nicht mehr ins Kino, man konnte nicht mehr Dienstleistungen quasi konsumieren, sondern die Leute haben alle sehr stark Waren gekauft. Mhm. Ne? Und dieser Schwenk hin zu der Warennachfrage, ja, hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Waren eben sehr hoch war. Das Angebot ist zurückgegangen. So, das heißt, da hatten wir eben auch schon einen Angebotsschock wegen der Pandemie. Aber wenn man so auf Putin guckt und die fossilen Preise, war schon auch eine politisch gesteuerte sozusagen Inflation oder ein Preisschock, der da passiert ist. Also Russland hatte da schon einen wichtigen Beitrag dran. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie strategisch Russland sich überlegt, oh, wir wollen quasi ne, in Europa einen Preisschock induzieren und dann quasi die Menschen auf die verarmen lassen. Ja, es ist ja so, wir werden dadurch ärmer. So, und dadurch Verärgerung gegen die Politik aufbringen. Aber ja, Putin ist ja, hat eine KGB-Vergangenheit, so Psy-Ops, das ist schon was er kann. Also ja, ich gehe schon davon aus, dass es eben ganz gezielt auch getan wurde, um quasi auch die Stimmung gegen Regierungen aufzubringen, die sich pro-ukrainisch verhalten. Mhm. Gut, also die fossilen Preise sind eine Ursache. Wir haben gesehen, die Preise für Grundnahrungsmittel sind gestiegen. Also viele Grundbedürfnisse, also Wärme, Energie, Nahrung. Wir haben ein Angebotsproblem, aber durch die Preise, dadurch, dass es gerade auch Grundprodukte sind, haben wir dann auch noch ein Nachfrageproblem. Das heißt also eigentlich so diese Lehrbuch- Geschichten. Entweder haben wir nachfrageinduzierte Inflation, wo wir entweder eine sehr hohe Nachfrage haben, oder wir haben eine reine angebotsinduzierte Inflation, wo wir aufs Angebot gucken müssen, ist diesmal ja viel komplizierter. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich auch einen Mix. Und du hast ja auch gesagt, wir brauchen eine Fiskalpolitik, die auf die Menschen mit geringem Einkommen zielt. Als Sozialpolitiker kann ich das natürlich sehr unterstützen. Ist, glaube ich, auch insgesamt richtig, weil es halt Grundbedürfnisse sind. Aber ökonomisch wäre es nicht auch wichtig, dass wir die Nachfrageseite mit in den Blick haben. Also bräuchte man auch sowas wie eine eher expansive Fiskalpolitik, oder siehst du da eher auch Risiken? Ja, also ich glaube, eine expansive Fiskalpolitik, da würde ich jetzt persönlich eher Risiken sehen. Warum? Ja, wir haben eben den Angebotsschock, und der kommt quasi bei uns jetzt eben schon mit einem Nachfrageschock, weil dieser Angebotsschock führt zu höheren Preisen, und wir sind ja quasi ein energieimportierendes Land. Ne, so in den USA ist es nicht ganz so eindeutig, zum Beispiel, weil die USA Netto-Energieexporteur, oder ist ungefähr ausgeglichen. So, das heißt, wenn da die Energiepreise steigen, werden auch irgendwelche Leute viel reicher und geben dann schon auch mehr aus. Und dann haben sie da nicht so ein Nachfrageproblem. Bei uns ist es so, wir sind ganz klarer Energieimporteur. Wenn die Energiepreise steigen, die Leute müssen trotzdem heizen, müssen trotzdem Auto fahren. Ne, so, dann haben sie einfach weniger im Geldbeutel, und dann ist quasi das Nach-Energie
Preisen noch verfügbare Einkommen ist halt geringer. Und dann sinkt auch die Nachfrage ein Stück weit. So, aber ja, da ist es eben so, wenn wir quasi versuchen, diese Nachfrage dann quasi wieder aufzufüllen für alle, dann wird es sicherlich inflationär wirken. Und deswegen würde ich denken, die Fiskalpolitik sollte sich eben auf vulnerable Gruppen beschränken in ihrer Unterstützung. Und ja, aber ne, wenn sie jetzt versucht, mit der Gießkanne für alle den Preisschock quasi zu revidieren, dann, ja, dann würden wir quasi, dann würde das Inflation auslösen, würden die Notenbanken quasi auch in Bedrulli geraten, die Zinsen noch weiter zu erhöhen. So, das wäre, glaube ich, keine ideale Politikantwort. Also du hast ja gesagt, Angebotsschock und Preisschock. Also ich versuche es jetzt mal einfach, oder wie du gesagt hast, so einfach, aber nicht zu einfach, zu sagen, der Angebots- und der Preisschock führen dazu, dass der Kuchen, der zu verteilen wird, kleiner wird. Das heißt, eine wichtige Antwort auf diese Krise wäre eine Politik, die auf Umverteilung zieht. Oder ist das zu einfach? Ja, ne, so, also es ist quasi so, wir werden insgesamt ärmer, der Kuchen wird geringer, ne, so, und wir können nur gucken, wie verteilen wir jetzt den restlichen Kuchen, der noch da ist. Und da ist es so, dass diejenigen, die den Gürtel schon sehr eng geschnallt haben, ne, so von denen jetzt zu erwarten, dass sie noch enger schnallen, ist schwierig. So, aber es gibt eben welche, die, ja, da ist quasi noch ein bisschen mehr Platz, und da würde es Sinn machen, dann quasi die dann auch stärker, ja, quasi zu beteiligen an den Lasten. So, das ist dann, das könnte man über Steuerpolitik machen, oder man kann zumindest bei den Entlastungen, die man eben vornimmt, zu sagen, okay, bei den Entlastungen konzentrieren wir uns eben auf die das am dringendsten nötig haben, wenn man das steuerpolitisch eben zum Beispiel nicht hinbekommt. Jetzt haben wir den Gaspreisdeckel und den Vorschlag der Kommission, und rein technisch ist das leider nicht so umsetzbar, wie sich das Isabella Weber oder Sebastian Dulin, der das in Deutschland vom IMK auch vorgeschlagen hat, Grundbedarf pro Person oder pro Haushalt zu decken, sondern das, was da vorgeschlagen wird, ist ja eine sehr grobe Geschichte, orientiert an dem vorherigen Verbrauch. Leute mit höherem Einkommen haben auch einen höheren Verbrauch. Das heißt, da werden eigentlich die höheren Einkommen stärker entlastet als die geringeren. Würdest du aber trotzdem für eine sinnvolle Geschichte halten, ist jetzt aber nicht wirklich zielgenau. Das heißt, was müsste da noch passieren, um zu einer verteilungspolitisch vernünftigen Fiskalpolitik zu kommen, die du auch forderst? Ja, es ist tatsächlich so, diese Expertenkommission des Bundeswirtschaftsministeriums, die hat jetzt einen Gaspreisdeckel vorgeschlagen, wo sie gesagt hat, ja, man soll 80% des Vorjahresbedarfs zu einem niedrigeren Preis beziehen können. So, und ursprünglich, als der Gedanke des Preisdeckels mal vorgeschlagen wurde, da hieß es, ja, jeder Mensch hat quasi einen Grundbedarf an Wärme, den soll er bekommen. Und da hat man aber festgestellt in dieser Kommission, ja, das ist halt ganz schwer, so einen Grundbedarf jedem zuzuteilen, weil wir haben gar nicht die Daten, dass wir jetzt wissen, hinter einem Gasanschluss stehen jetzt 10 Leute oder 20, sondern wir wissen da nur, da ist ein Gasanschluss. So, das heißt, wir können das über die Gasbetreiber gar nicht lösen, das Problem. So, und da würde ich halt sagen, ja, okay, dann ist das eben so, dann können wir das eben jetzt kurzfristig nicht besser lösen, können wir das nicht zielgenauer lösen, weil wir die Daten nicht haben. So, aber ja, dann vielleicht mit dem Blick ins nächste Jahr, ne, da würde ich sagen, ne, ich hoffe, dass wir nicht nochmal eine Gasmangellage erleben nächstes Jahr im Herbst, aber wir können es ja auch nicht ausschließen, dass es passiert. So, und deswegen wäre es schon sinnvoll zu versuchen, jetzt die Daten eben zu sammeln, um eben ja zu verhindern, dass wir eine Situation haben, wo ne, der vielleicht das Schwimmbad heizt, da sagen kann, ja gut, lass ich das Schwimmbad aus, dann habe ich schon mal alles eingespart. Und derjenige, der letztes Jahr schon schon die Heizung auf so niedrig gedreht hat wie möglich und zwei Pullis anhatte. Wenn wir zu dem jetzt heute kommen und sagen, ja, nur 80% vom letzten Jahr, ist es natürlich keine ideale Lösung. So, und daher wäre es eben besser, wenn wir da quasi wüssten, ja, wie viele Menschen hinter welchem Gasanschluss stehen, und dann könnte man so einen Grundbedarf zuteilen, und dann wäre das eben auch verteilungsgerechter. So, aber da brauchen wir eben Daten, die wir heute noch nicht haben. Gut.
Trotzdem muss man ja jetzt agieren. Was wären denn so verteilungspolitisch sinnvolle Dinge, die du sehen würdest, was man machen könnte? Ja gut, also wir haben ja jetzt, wir haben quasi eine Lösung, die imperfekt ist beim Gas. Genau. Und die aber das Beste ist, was wir jetzt hinbekommen können, scheinbar. So, und ja, so das ist eine gute Lösung. Ansonsten würde ich jetzt quasi mit einem erfahrenen Sozialpolitiker neben mir, würde ich mir jetzt quasi nicht anmaßen wollen, die besseren sozialpolitischen Vorschläge zu haben. Da würde mich eher interessieren. Aber eine gute Sozialpolitik wäre jetzt wichtig, also vernünftige Grundsicherung, Anhebung der Regelsätze, Ausweitung des Wohngeldes, gegebenenfalls auch Steuerentlastung im unteren Einkommensbereich, aber du würdest jetzt eher nicht sagen, Steuerentlastung im oberen Einkommensbereich wäre jetzt sinnvoll, sondern da würdest du jetzt sogar sagen, vielleicht da die Einnahmenseite nochmal verbessern, weil du umgekehrt jetzt sagen würdest, schuldenfinanzierte Fiskalpolitik wäre jetzt auch nicht das Wahre. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe neulich in der Rede mal gesagt, dass ich das eigentlich ökonomisch nicht schlecht finde, dass wir jetzt da so ein 200 Milliarden Euro Abwehrschirm machen, weil man damit schon eine Art Konjunkturprogramm macht, weil ich schon die Gefahr sehen würde, dass die Nachfrage zu stark einbricht. Das hast du jetzt ein bisschen anders gesehen, aber ist die Gefahr nicht schon auch da, dass wir in so eine nachfragegetriebene Rezession reintreiben könnten, wenn wir da nicht aufpassen? Ja, also ich würde schon sagen, dass wir, der 200-Milliarden-Schirm ist ein guter Punkt, ne? 200 Milliarden sollen quasi diese entlastenden Maßnahmen insgesamt kosten, inklusive Gasdecke oder Gaspreisbremse. So, und da ist es ja nicht so, dass wir das jetzt alles quasi aus dem Bundeshaushalt finanzieren wollen, sondern wir wollen ja, dass quasi die Energiebetreiber, die Übergewinne hatten, sich daran beteiligen. So, und da würde ich schon sagen, die Fiskalpolitik, die darf sich eben nicht nur die darf jetzt nicht nur quasi verteilen, weil wir haben ja auch riesige Krisengewinner, das darf man nicht vergessen. Ne? Shell hat heute Quartalszahlen veröffentlicht, haben 9 Milliarden in diesem Quartal verdient. So im Vorgangs, das ist das zweitbeste Quartal, was sie jemals hatten. Ja, das Beste war letztes Quartal und das Drittbeste war das erste Quartal diesem Jahr. Und davor das Beste war irgendwie 2012, wo sie 30% weniger verdient haben als jetzt. Auch die ganzen anderen Energieunternehmen haben jetzt Rekordprofite. So, und wenn wir quasi diese nicht abschöpfen, ne, dann werden irgendwelche Menschen eben sehr viel reicher. Dann fangen die an, damit zu konsumieren. Und dann wird halt Stahl, was wir dann eigentlich für Windräder brauchen, in der Yacht eingesetzt, um es mal, für den, der jetzt quasi da so viel Geld verdient hat. So, und dann haben wir da ein Problem. Ne? Also dann wird es inflationär. So, und da würde ich eben schon sagen, da muss die Fiskalpolitik aufpassen, dass sie eben nicht insgesamt zu expansiv wird. 200 Milliarden aus dem Bundeshaushalt rein, fände ich zu expansiv. Da würde ich schon sagen, da ist es wichtig und richtig, dass man eben auch bei denen, dass man da zu den Kriegsgewinnern, die das ja sind gerade, also wir haben eine Kriegssituation, die zu explodierenden Preisen führt, und da gibt es Kriegsgewinner. So, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die vorher so toll geforscht haben und Gewinne bekommen haben, sondern da würde ich auch sagen, diese Kriegsgewinne, die sollte man noch abschöpfen. Also Übergewinnsteuer oder Abschöpfung von Zufallsgewinnen ist nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen sinnvoll, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Genau, da hat man natürlich immer technische Fragen, ne? Das ist nie einfach, irgendwas umzusetzen, aber ja, grundsätzlich ist es wichtig, dass wir auch aus einer Preisperspektive, aus einer Inflationsperspektive, dass wir eben nicht nur neues Geld verteilen, sondern auch bei den großen Gewinnern dieser Krise eben auch abschöpfen. Also die Nachfrageseite würdest du ein bisschen differenzierter sehen. Nachfrage, Stärkung im unteren, mittleren Bereich, absolut sinnvoll, aber so eine allgemeine, nachfrageorientierte, expansive Fiskalpolitik, da siehst du eher Schwierigkeiten, weil es die Inflation noch stärker anheizen könnte, gegebenenfalls. Ja,
Also wir haben eben quasi gerade, ne, so enge Flaschenhälse, sagt man. Mhm. Also da ist es so, dass jetzt quasi mehr Nachfrage die Preise sehr stark steigen lassen würde. Mhm. Und da müssen wir eben schauen, dass wir da nicht noch mehr Nachfrage induzieren. Mhm. Vielleicht nochmal zurück zu den Ursachen. Also wir haben ja hohe Preissteigerungen bei den fossilen Energien. Was wären denn Möglichkeiten, um da sozusagen auf der Angebotsseite mittelfristig zu geringeren Preisen zu kommen? Kurzfristig haben wir ja LNG-Terminals und sowas, was das zum Teil ausgleicht, aber auch nur zum Teil. Dauerhaft aus deiner Sicht? Ja, dauerhaft, ne, so wir wissen schon, wenn wir überlegen, wie können wir die Pariser Klimaziele einhalten, dann kommen wir natürlich an erneuerbaren Energien nicht vorbei. Ne? So, mhm. dann brauchen wir noch flüssigen Wasserstoff als Lösung, der dann da eingesetzt wird, wo wir quasi in der Form Energie benötigen. So, ich glaube, das ist eine energiepolitische Frage. Da bin ich jetzt wieder nicht der allergrößte Experte, aber dass wir diesen Weg gehen, da würde ich sagen, da gibt es doch auch großen Konsens. Gut, das heißt auch an der Stelle auf Investitionen setzen und auch da macht es ja dann Sinn, das über Schulden zu finanzieren. Das wäre auch sinnvoll. Ja, so und da sehen wir ja auch schon, da müssen wir quasi kurzfristig auch Nachfrage induzieren, ne? Also weil wir müssen investieren, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Mhm. So, und auch da sehen wir doch schon, das heißt, wenn wir die Investitionen jetzt tätigen, die wir brauchen, um die Klimaziele zu erfüllen, so dann müssen wir quasi auch in diesem Zwischenzeitraum müssen wir schon aufpassen, dass wir eben dann nicht zu viel Nachfrage induzieren. Mhm. Ne? Wie gesagt, wenn der jetzt quasi 9 Milliarden verdient an Shell in dem Quartal, sich dann auch noch Yachten kauft, dann haben wir nicht mehr genug Stahl, um die Windräder zu bauen. Ja, mhm. so, das heißt, es gibt eine Konkurrenz um Ressourcen. Und wenn wir quasi da die Gewinne nicht abschöpfen, dann würde das inflationär wirken. Mhm. Dazu eine Frage aus dem Chat. Sind denn Übergewinne überhaupt in Deutschland abschöpfbar? Ja, so, so da, das ist das, was ich meinte, ne, so Fragen sind immer quasi in der Theorie schön quasi erörtert, aber operationalisieren ist eben nochmal was ganz anderes. So, und deswegen, dann muss man quasi, da braucht man eine Expertengruppe, muss quasi schauen, wie definiere ich einen Übergewinn? So, das ist schon mal hochkomplex und quasi, wenn man das nicht kann, dann muss man sich halt überlegen, okay, wie kriege ich das hin, dass ich nicht zu viele Nachfrage habe von Menschen mit sehr hohen Vermögen. So, das heißt, wenn ich quasi die Übergewinnsteuer nicht bekomme, dann brauche ich eine andere Form von Lastenausgleich. Ja, so, da muss man halt sehen, wir sind jetzt in einer historisch einmaligen Situation. Wir sind hier nicht mehr im Jahr 2018, wo wir quasi keine Probleme hatten im Sinne von zu wenig Angebot. So, und da müssen wir quasi schauen, wie wir diese Lasten, die wir haben, verteilen. So, das heißt, wenn wir das eben nicht hinbekommen, einen Übergewinn zu definieren, dann müssen wir andere Möglichkeiten suchen. Und da haben wir ja gäbe es eine Vermögensabgabe zum Beispiel in der Diskussion, da muss man eben andere Möglichkeiten suchen, um quasi sich bei denen zu finanzieren, die es das am ehesten leisten können. Auch ein spannender Punkt mit der Vermögensabgabe, hatten wir gerade eine Diskussion auf unserem Parteitag. Ja. Dazu vielleicht zu den Übergewinnen. Das ist ja, was da haben wir uns als Bundestagsfraktion auch mit auseinandergesetzt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Es wird ja in anderen Ländern teilweise gemacht, mit unterschiedlichen Methoden, unterschiedliche Indikatoren. Die Frage, macht man eine Abgabe, macht man eine Steuer, ist dann auch mal eine relevante Geschichte. In der Ampelkoalition haben wir uns jetzt darauf verständigt, wir wollen an die Strompreise dran. Da gibt es ja das Problem, dass es das sogenannte Merit-Order-System gibt. Das heißt, da, wo die Preise entscheiden sich nach dem höchsten Preis, da wo Angebot und Nachfrage sich schneiden, also ein einfaches mikroökonomisches Modell, das sind die Gaspreise, die im Moment sehr hoch sind, was dazu führt, dass halt günstigere
Energiequellen, dazu gehören auch die erneuerbaren Energien, aber auch Kohle, Atomkraft, Atomkraft ist nicht so viel günstiger, halt Gewinne machen, die jetzt höher sind als das Normale. Und da sucht im Moment das Wirtschafts- und Klimaministerium nach Wegen, wie man diese Differenz halt abschöpfen kann. Das geht auch national. Auf europäischer Ebene gibt es den Vorschlag der EU-Kommission, das auch auf Ölkonzerne auszudehnen. Da wäre man dann bei Shell. Das ist national nicht ganz so einfach. Die Wege sind schwierig, aber man kann da hinkommen. Vermögensabgabe finde ich eine spannende Geschichte, auch um die Schuldenproblematik ein Stück weit einzudämmen, aber halt auch um zusätzliche Mittel für die notwendigen Wirtschaftsumstrukturierungsmaßnahmen zu finden. Wird aber nochmal einen anderen Punkt ansprechen, der im Moment, glaube ich, auch die Leute bewegt. Also die Stimmung ist ja sehr, sehr schlecht. Also es gibt in den Medien, in der Politik Leute, die sagen, wir sind in der schwersten Krise, die wir je hatten, oder zumindest die schwerste Krise seit der Finanzmarktkrise. Wenn man sich die konkreten Zahlen anguckt, muss man feststellen, sind wir eigentlich noch nicht. Und die Prognosen gehen von irgendwie minus 0,4 bis zu minus 6-7%. Das heißt, wir könnten vielleicht auch ganz gut durch diese Krise kommen, wenn man da vernünftig ökonomisch agiert. Robert Habeck hat mal gesagt, so eine Rezession ist nicht wie so ein Gewitter, wo man entweder einen Regenschirm hat oder wegrennt, sondern man kann da politisch mit agieren. Aber die Frage ist, wie problematisch ist die Situation eigentlich aus deiner Sicht? Wie gehen wir damit um, mit dieser Unsicherheit, die es da gibt? Und können wir da auch gut durchkommen durch die nächsten Monate? Ja, wie du es gesagt hast schon, es gibt eine große Spreizung der Forschungsinstitute, ne, was die jetzt quasi an Rezessionserwartungen quasi schon publiziert haben. So, man muss halt sagen, wir sind in einer einmaligen Situation. Ne? So ein Energiepreisschock, wie wir den jetzt haben, hatten wir mal ungefähr in den 70er Jahren, aber bei weitem nicht so stark wie jetzt. Und wenn man sich quasi anschaut, so normale Konjunkturindikatoren, die sich so Finanzmarktökonomen anschauen, da gibt es zum Beispiel die Konjunkturerwartung der Konsumenten. Da fragt man die Konsumenten, ja, wollt ihr quasi, seid ihr bereit, was zu kaufen? Ne, wie hoch ist eure Konsumlaune? Und die Konsumlaune, die ist historisch schlecht. Also die war schon 2008 zur Finanzkrise ähnlich schlecht. Die war im März 2020 ähnlich kurz schlecht. Aber sie ist schon historisch schlecht. Und das Gleiche gilt für die Geschäftserwartungen der Unternehmen. Die sind auch quasi nahe historischer Tiefs. So, aber das ist natürlich in einer Situation wie jetzt, wo es so unsicher ist, muss es nicht unbedingt heißen, dass man eine ganz schlimme Rezession erlebt. Ne? Also wir hatten auch 2020, wie gesagt, waren die Werte auch so schlecht wie nie zuvor. Und dann war es so, dass man ja mit Kurzarbeit und anderen Maßnahmen es dann doch geschafft hat, dass die Wirtschaft nicht zusammengebrochen ist. So, das heißt, in einer Situation, wo wir jetzt sind, wo wir keinen guten historischen Vergleich haben, kann man sehr schwer sagen, oh, nächstes Jahr wird die Wirtschaft um 2,23% zurückgehen. Ja, da würde ich sagen, nee, also das ist einfach so unsicher, dass man es nicht genau sagen kann. Aber wir sollten eben versuchen, dass wir quasi so dauerhafte Schäden für die Wirtschaft möglichst vermeiden. Also wir müssen überlegen, es gibt vielleicht das eine oder andere Geschäft, das extrem gasintensiv ist, ne? Vielleicht die Ammoniakproduktion, die BASF jetzt verlagern will. Vielleicht konnten wir das auch nicht verhindern, weil vielleicht haben wir nicht mehr so viel Gas in Zukunft. Und dann müssen wir auch mit dem einen oder anderen Wirtschaftszweig, der dann nicht mehr in Deutschland produziert, damit muss man vielleicht auch leben, aber wir müssen auch aufpassen, eben, dass wir, dass wir nicht eigentlich funktionierende Strukturen dauerhaft kaputt machen, weil wir jetzt mal in die Rezession gehen. So, und da, da ist quasi kluge Wirtschaftspolitik gefragt, das eine von dem anderen auseinanderzuhalten. Das heißt also, einerseits kann das auch sein, dass der Strukturwandel sozusagen im positiven Sinne befördert wird, halt beschleunigt wird. Umgekehrt kann es aber auch sein, wenn man nicht aufpasst, können auch Strukturen, die wir langfristig brauchen, auch kaputt gemacht werden. Und das ist dann keine Frage der Geldpolitik mehr, sondern da ist dann die Wirtschaftspolitik gefragt.
Ja, also gut, ich meine, derjenige, der heute in der Ammoniakproduktion arbeitet, den trifft das natürlich trotzdem hart. Und da, ja, so, da muss man quasi, da muss man natürlich, so, das heißt, für den ist es nicht besonders gut, aber klar, wir setzen ja auch auf Neuinvestitionen in erneuerbare Energien, da werden auch Jobs entstehen. So, genau, ansonsten, exakt wie du gesagt hast, ein paar Dinge werden sich verändern. Und wir müssen schauen, dass nicht Dinge kaputt gehen, die eigentlich langfristig tragfähig sind. Gut, da ist man dann bei sozusagen bei meinem Politikbereich Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Also wie kriegt man das kurzfristig abgefedert? Wie kriegt man Arbeitsmarktpolitik hin, dass Leute eine bessere Weiterbildung haben, dass halt bei Jobs, die wegfallen in den nächsten 10 Jahren, erwartbar wegfallen, dass es da neue Möglichkeiten gibt, für die Leute beschäftigt zu sein. Wir sind ja in einer Arbeitsmarktsituation, die ja auch ganz neu ist und besonders ist. Durch den demografischen Wandel haben wir eine Situation, wo eine Rezession auch nicht unbedingt zu steigenden Arbeitslosenzahlen führen muss oder zumindest nicht so stark, weil wir einen stark arbeitsnachfragegetriebenen Markt haben. Also die Unternehmen suchen händeringend nach Leute nach wie vor. Das heißt, die Arbeitsmarktentwicklung hat sich ein Stück weit von der Konjunkturentwicklung abgekoppelt. Das heißt, hohe Arbeitslosigkeit muss gar nicht unbedingt sein, aber wir haben natürlich das Problem, was du schon angesprochen hast, dass die Einkommen vielleicht sinken. Also da braucht man einen klugen Mix aus einer mittelfristig orientierten Arbeitsmarktpolitik, kurzfristige Sozialpolitik kombiniert mit einer guten Wirtschaftspolitik. Wir sind ganz weit weg von der Geldpolitik und den Zinsen. Bei den Vielleicht aber zur Geldpolitik nochmal. Also es wird immer über die Zinsen geredet. Gibt es denn noch andere Maßnahmen, die du eigentlich sinnvoller fändest? Also der geldpolitische Instrumentenkasten ist ja auch noch größer. Was gibt es da für Möglichkeiten für die aktuelle Situation, die vielleicht noch besser geeignet wären als Zinsen? Ja, also es gibt noch andere Instrumente im Instrumentenkasten. Ne, die EZB könnte jetzt auch Anleihebestände abbauen, die sie erworben hat. So, da ist es dann so, wenn die EZB Anleihen kauft, so langfristige Anleihen, dann drückt sie damit quasi langfristige Zinsen. Das heißt, es ist gut für jemand, der heute einen Hausbaukredit haben will. Und es ist vielleicht nicht so gut für jemand, der jetzt gerade eine Lebensversicherung neu abschließt. So, aber auch dieses Instrument ist ein Instrument, das eben nur auf die Nachfrage wirkt. Und in so einem Preisschock, den wir jetzt haben, ne, so ja, ist es quasi, kann es auch nicht mir viel mehr leisten, als es eine Zinserhöhung könnte. So, deswegen ist meine Botschaft hier, dass die Mittel der Geldpolitik begrenzt sind, um auf so einen Preisschock zu reagieren. Eigentlich haben wir jetzt schon eine gute Zusammenfassung. Also Mittel der Geldpolitik sind klar begrenzt. Zinserhöhungen sind nicht ganz falsch, aber nicht wirklich hilfreich. Macht durchaus Sinn, würde ich als sozusagen Nicht-Finanzmarktexperte sagen, um negative Realzinsen zu verhindern, was ja auch schlecht wäre, weil dann Inflationsrisiken damit verbunden wären, aber wichtiger sind vor allen Dingen andere Maßnahmen. Also gezielte Maßnahmen, um die Nachfrage im unteren Einkommensbereich zu stabilisieren, kluge Wirtschaftspolitik, um Unternehmen auch über die Krise hinweg zu helfen, ist ja auch angedacht durch vielfältige Maßnahmen, auch in dem 200 Milliarden Rettungsschirm mit dabei. Bei der Zielgenauigkeit bei manchen Punkten kann man noch mal diskutieren, aber im Großen und Ganzen, wenn die Politik jetzt klug agiert und als Mitglied einer Regierungspartei würde ich sagen, zumindest halbwegs kriegen wir das hin, könnte es durchaus sein, dass die ganzen negativen Erwartungen, die es im Moment gibt, vielleicht nicht erfüllt werden und wir ganz gut durch die Krise kommen. Wär das so ein optimistisches Szenario, was du teilen würdest? Ja, also ne, zumindest kann quasi gute Politik dazu führen, dass es nicht schlimmer wird als notwendig. So, aber quasi, dass wir in einer Situation sind, in einer einmaligen historischen Situation,
mit einem großen Energiepreisschock, der viele Menschen trifft, und dass wir da quasi erstmal als Land ärmer werden. So, das ist quasi im allerersten Schritt, glaube ich, wird es schon so sein. Und die Aufgabe der Politik ist halt dafür zu sorgen, dass wir so schnell wie möglich da rauskommen, und dass die Belastungen von denen getragen werden, die das am ehesten schultern können. Na, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort schon fast. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir mit so einem optimistischen Blick rauskommen, weil die Stimmung da draußen ist ganz fürchterlich. Es ist auch wirklich schwierig. Das haben wir, glaube ich, in der Diskussion auch gemerkt. Aber wir sind nicht hilflos und wir können dagegen was machen. Ich glaube, das haben wir ganz gut rausgearbeitet. Und insofern danke ich dir für die Diskussion und den tollen Input. Und ich hoffe, dass die Leute, die jetzt dazugeguckt haben, auch was gelernt haben. Ich habe eine Menge gelernt an dem Abend und freue mich auf die weiteren Diskussionen. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang, für die Einladung und vielen herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.